Willkommen zurück bei Father and Son. Play for fun. Und heute gucken wir erstmal, was wir machen. Und dann streicheln wir den Hund. Und gleich werdet ihr sehen, wieso. Oh, Drinks im Saloon bestellt, krieg ich hin. Und da ist es. Einen Hund gestreichelt. Heute zahlt sich's aus. Fleisch essen. Fettes Vogelfleisch gekocht. Pferde gefüttert. Pferdepflegegegenstand hergestellt. Truthähne gehäutet. Das riecht danach, dass man heute richtig abstauben kann. Der ungeliebte Kopfgeldjäger. Okay, zwei aus New Hanover und dann insgesamt drei und drei Stück vom Pferd aus mit dem Lasso. Oh, da ist es wieder, ne? 20 Kadaver in 10 Minuten, 20 Spenden insgesamt und eine, nee, zwei Versorgungsmissionen. Drei Fläschchen finden, Familienerbstücke, Gegenstand mit Spaten finden. Dann 2 Minuten lang mit der Band gespielt. An Spieler serviert und was mit 5 Minuten Rest ausgeliefert. Tiere wecken, legendäre Tiere mit Pheromonen finden und Zähigkeitstonika. Und dann sind wir durch. Und was machen wir jetzt? Na klar, als erstes mal Heinrich streicheln. Das hat er verdient. Wenn er sich denn streicheln lässt. Jawohl, da ist das erste Gold im Sack. Wie weit ist der Kollege hier? Und, oh Mann, der muss richtig racken. Sonst können wir gar nicht so viel spenden. Dann reisen wir zuerst in die kalte Ecke und nehmen das Zähigkeitstonika. Tonikum. Auf geht's. Dann nehme ich vielleicht nachher doch mal den Kopfgeldjäger an, oder? Oh, ich habe nur eine Karte offen. Ah, Vogeleier, alles klar. Na gut, das müssen wir gleich eben erledigen. Ob wir wollen oder nicht. Aber wo wir gerade hier sind. Da müssen wir natürlich gucken, gibt es hier heute was? Nee. Doch. Dann mal eben hier schnell ins kalte Wasser. Der muss doch frieren hier. Minus 16 Grad. Und sofort das Tonikum reinschmeißen. So, dann sollten wir Naturkundler, Tiere wecken. Okay, legendäre Tiere mit Pheromonen. Ja, nee, dann machen wir jetzt mal eben hier Fleisch essen und gewürztes, fettes Vogelfleisch. Das können wir auch eben hier machen. Fettes Vogelfleisch mit Ackerminze, das klingt gut. Okay, das ist jetzt ein bisschen langwierig, ne? Das ist eine Fleißaufgabe.
Aber auch das haben wir fertig. Dann düsen wir jetzt direktens, wie man so schön sagt, nach Valentine. Bestellen mal ein paar Drinks im Saloon. Holen uns dann die Vogeleier. Und checken dann mal eben, ob wir überhaupt eine Ladung schwarzgebrannten wegfahren können. Da haben wir dann schon dreimal Fleisch gegessen. Oh, hier ist ein Sammlerstück. Naja, bleib locker, Kollege. Hier sind nicht. Klar, hier dann auch nicht. Ja, also wenn ich das richtig überblickt habe, dann könnten wir heute tatsächlich sämtliche Rollenherausforderungen oder sämtliche Herausforderungen, ob mit und ohne Rolle, erledigen. Ah so, Drinks bestellen. Gibt's hier heute für lau? Habt ihr das gesehen? Drink ist kostenlos. Ja, die können wir nicht alle saufen. Sonst sind wir schnell hacke dicht hier. Auch fertig, weg damit. Entspannt, Jungs. So, dann mal eben den Detektor raus. Hier ist nix. Da ist oder auch nix. Und dann machen wir uns auf die Socken. Zu den Vogeleiern. Nee, das muss doch querfeld eingehen, finde ich. Darunter geht's auch. Oder oh, man den ersten Truter an. Und dann brauchen wir nachher auf jeden Fall. Das müssen wir zum Schluss machen mit den vielen Viechern. Ja, ein Truter an auch. Man rennt alles weg. Grauhörnchen, Taschenhörnchen, da sind sie. Also wir brauchen ja erstmal Platz. Das heißt, der Kompagnon, der muss mal ordentlich schackern. Ah, schwarzgebrannter auch fertig, ne? Können wir nachher da auch die Kohle verdienen. Was rennt hier weg? Noch ein Hörnchen. Ja, die müssen wir jetzt sammeln, das hilft nichts, ne? So, dann können wir mal eben, egal was für ein Fleisch essen hier. Da haben wir schon mal 7 Stück, das sieht doch gut aus. Vögel wäre auch nicht schlecht, aber ganz ehrlich. Jetzt holen wir uns erstmal die Vogeleier.
Ihr solltet nix. Aber. Hier gibt es manchmal Ratten. Und tatsächlich noch was anderes. Nämlich, da ist eine Ratte. Ja gut, wenn man sie nicht trifft, hat man natürlich nichts davon. Und hier ist auch eine Schnapsflasche. Oder? Ja klar, Cognac. Schon das erste Fläschchen gefunden. Oh, jetzt haben wir es nicht mehr geschafft mit dem Betäuben. Das war ja schlecht. Jetzt aber. Kann das nicht kommen. So, wie immer Probe ziehen, aufwecken, fertig. Na, wollen wir mal ein bisschen laufen. Sind die Vogeleier und jetzt hatte ich gehofft, dass hier quasi noch ein paar Frösche rumlaufen, aber man kann nicht alles haben, ne? So, Vogeleier gefunden, Landkarte weg, dann wissen wir jetzt, wo ist die Madame? Wo ist sie? Da unten. Das ist ja so gar nicht meine Ecke. Dann auf zur Schwarzbrennerei. Kann ich auch noch mal eben am Kaffee nippen. Das haben wir. Dann gucken wir mal eben hier. Manchmal ist hier eine Kröte, irgendein Taschentierchen. Klar, heute nicht. Nix wie rein in die gute Stube. Get out there again. So, was war jetzt hier überhaupt die Aufgabe? Schwarzbrenner. Also 2 Minuten lang mit der Band gespielt. Kann man später machen. Was servieren werden wir nicht hinkriegen. Und den Spaß. Ja. Ausliefern. Unter 5 Minuten. Heute gibt es sogar Geld dafür. Ah, I was wondering when you were going to get here. This is a good batch, of course. They are all good batches, but... This one is superior, eh? Ja, genau. I have found a buyer who will appreciate it. And most important, they will pay for it too. Das ist now, schön. All you have to do is to be attentive, eh? Seigneur, ayez pitié. Ich finde, manchmal ist er ein bisschen pessimistisch, der Kollege, oder? So, wo geht's hin? Zur Hütte. Also, Kinokameramodus an.
Und dann ziehen wir mal ordentlich durch. Und der Witz ist, 5 Minuten müssen auf der Uhr stehen bleiben. So soll's wohl was werden, hoffe ich. Ich denke, wir müssen später auch nochmal eben dann was ausliefern am Lager, dass der Kompagnon da weiter arbeiten kann. Ja, wäre schön, wenn heute wirklich alles klappt. Denn morgen, da habe ich keine Zeit. Da bin ich abends unterwegs. Da gibt's dann leider kein Video. Aber es sind ja deutlich über 500 da. Dann könnt ihr euch ja nochmal das ein oder andere anschauen. Da unten ist die Kontrollstelle. Ja, machen wir. Nein, machen wir nicht. Jungs, 5 Minuten ist die Zahl. Ja, komm, gib Gas da, Kollege. Sonst war die platt. Die Menge des Schnapses spielt keine Rolle. Durchziehen ist hier angesagt. Da oben steht's, wir haben Schwarzgebrannten verloren. Kost Knete, aber es gibt Schlimmeres im Leben, das kann ich euch sagen. Na, eigentlich nicht, ne? Guten Whisky zu verschütten ist schon traurig. So. 19 Pullen sind angekommen. Super Sache. Hier liegt schon wieder was. Er will es nur nicht nehmen. Doch, jetzt aber. So, jetzt gucken wir, ob hier noch ein paar Ratten rumliegen. Das wäre ein Amerika-Krieger gewesen, ne? Passt auch in der Tasche. Da ist eine Ratte. Ja, wir brauchen Taschentierchen. So, dann gucken wir mal. Was müssen wir noch machen? Da haben wir schon jede Menge geschafft. Pferd gefüttert. Oh Mann. Truthähne. Okay, das kriegen wir hin. Hier haben wir noch nichts geschafft. Naturkundler. Eins noch wecken. Zähigkeitszone. Kriege ich auch hin. Der Band spielen würde ich auch äußerst ungern machen. Wir haben schon von allem eins, ne? Das ist toll. Jetzt wird erstmal das Pferd gefüttert hier. Dann checken wir mal eben kurz. Oh, geht nicht. Doch. Am Lager. Wie weit der Kollege ist. Da fehlt nicht mehr viel. Aber wir brauchen tatsächlich mehr Luft, das kann ich euch sagen. So, das Tierchen eben wieder wecken. Dann kümmern wir uns mal eben um den Kopfgeldjäger,
Agenten da hinten. Da essen wir aber erstmal was Richtiges. Und dann sollten wir den, glaube ich... So, Gesuchte abgeliefert, das werden wir erledigen. Und mit dem... vom Pferd aus, mit dem Lassofang. Also. Und hier Knarre raus. Wo sind die Agenten? Der flüchtet schon. Ja, komm mal ran, ihr Kollege. Ja, ja, bleib locker. Komm mal hier aus dem Busch raus hier. Er ist clever. Ja, noch so ein Cognac. Da kann man natürlich nicht meckern, ne? So will er nicht draufpacken. You a blamed fool. Shit. Ja, vielleicht hat er auch noch was in der Tasche, ne? Nee, dann nicht. Gut, was soll's. What the devil? Na gut, dann bringen wir den mal eben kurz. Bleib locker. Nach Strawberry und checken dann mal eben, ob wir nicht in New Hanover mal eben noch eine Kopfgeldjagd annehmen. God damn, you a son of a bitch. So weit ist das hier ja nicht. To hell with this. Oh, da ist er. Eben die Pheromonnummer durchziehen hier. Da ist es schon passiert. Einsammeln müssen wir den nicht, fotografieren müssen wir ihn auch nicht. You'll get yours, you scum. Hör ich da noch eine Karte? Yep, ist es. Here's what's yours. Ich hoffe, die liegt hier draußen. Nee, die liegt drin. Dann können wir wieder rein in die gute Stube. Geht's.
Dann müssen wir mal hier gucken, ob hier zufällig noch eine Schnapsbulle ist. Leider nein. Ja, bleibt locker, Jungs. Hier scheint heute auch nichts zu sein. Dann düsen wir jetzt zu Emerald Ranch und schauen mal, ob wir erstens... Okay, ist der jetzt nochmal? Funktioniert das jetzt mit dem Pheromon nochmal? Nee, das geht nämlich nicht. Schade, schade. Egal, auf zur Ranch. Wir brauchen ja nur noch eine Schnapsbulle. Und wenn da nichts ist, dann nehmen wir erstmal eine Kopfgeldjagd an. Ich hoffe, hier ist die Pulle und nicht die Tarotkarte. Es ist die Tarotkarte. Tja, schade, schade. Falsches Pferd. Mir die üblichen Stellen abreiten, ne? Dann nehmen wir jetzt die Kopfgeldjagd an. Tja, ist was. Keine Ahnung. Das nehmen wir. Ah, das liebe ich ja. Aber nun gut, ne? Man kann sich das nicht mal aussuchen. Ja, aussuchen kann man schon, aber es ist jetzt so, wie es ist. Dadurch, dass das Zeitlimit ja jetzt noch nicht läuft, können wir eben erst hier buddeln. Und mal eben checken. Pferd noch füttern. Ah, und noch einen Gegenstand herstellen und die Truhe hin. Alles klar. Oh. Hier ist aber auch noch was. Ja, wir müssen jetzt diese üblichen Stellen ablatschen. Das ist so, ja. Schade, schade. Dann ist es hier nämlich nur die Tarotkarte. Wenn wir gleich in Valentine sind, dann prüfen wir, ob wir da noch eine Pulle finden. Aber wie gesagt, wir müssen mal eben die üblichen Stellen hier abreiten. Hier am Wegweiser ist auch noch was. Ja, passend abgestiegen, ne? Manchmal klappt auch was. So, drei Gegenstände mit dem Spaten gefunden. Auch erledigt. Hier ist nix. Aber hier ist manchmal ein Familienerbstück. Glaube ich. Klar, heute nicht. Dafür ist hier Schmuck für Nela. Nehmen wir mit.
So, Pferd nochmal gefüttert. Und wie gesagt, wir checken das gleich nochmal in Valentine. Und sonst können wir Glück haben, dass in der Nähe an unserem Lager gibt es drei Positionen, wo Schnapsflaschen auftauchen können. Na, hört ihr es? Müssen wir jetzt machen, hilft nichts, ne? Das hilft nichts. Wir brauchen sowieso Truthahnfedern. Wir sollen 20 Spenden abgeben. Checken das mal eben. Na, wir haben ja von den Rollenherausforderungen noch nicht so viel geschafft. Aber schon einige vorbereitet. Auch das fertig. So, also. Schön entspannt. Eben hier warten. Pferdefliegenschatten. Ja. Das machen wir gleich fertig. Kopfgeldjäger, wenn es gut läuft, haben wir das hier schon mal fast fertig. Das auch. Und dann wird es richtig. Wenn wir dann noch einen annehmen, dann knallt es richtig, ne? So, wir können mal eine Karte aufmachen für Familienerbstücke. Ah, das geht jetzt nicht. Komm, wir machen uns einen Spaß, wir machen uns Fass auf, oder? Wo ist der Penner? Er ist es nicht. Da ist er. Das Schöne ist, er flüchtet. Und wir lassen ihn auch erst ein bisschen davon kommen. Ja, komm, gib Gas. Ja, wir lassen den ein bisschen davon kommen. Genau, der Depp. Weil dann können wir den hier vom Pferd ziehen. Bis die dann da sind. Also wirklich, bis die da sind, sind wir weg. Und nach Valentine ist ja gefühlt ein Katzensprung. Wenn wir das Pferd bei füttern hier. So ist das Gold nämlich auch in der Tasche. Auf geht's. Ja, ich finde, dass heute geht's echt gut, oder? Ich weiß gar nicht, wie lange quatsche ich schon wieder? 35 Minuten. Dann können wir nachher nochmal die Nummer mit dem Zähigkeitstonikum durchziehen. Das ist, glaube ich, meist nach knapp 30 Minuten erledigt. Da hinten kommen die Gegner hinter uns her, aber wir haben schnelles Pferd. Noch eine Pulle. Ah, hier vibriert heute nichts. Thank you kindly. Ja, gern geschehen. Whatever it said on the poster, it's all right there for you.
Auch durch. So, jetzt. Eben die Karte öffnen. Für die Familienerbstücke. Das hatte ich gehofft, dass wir hier noch eins finden. Da habe ich keinen Bock drauf. Das andere holen wir uns in Blackwater. Und da seht ihr es. Der Kollege. Da passt nichts mehr. Wir müssen mal eben kurz den Spaß gleich wegfahren. So, haben wir das auch schon. Oh, das war sehr optimistisch gerade. So, dann fahren wir jetzt erstmal eben eine Ladung weg. Mir so ein bisschen außerhalb. Oh ne, jetzt bitte keine Netzwerkprobleme hier. Ja, sieht nicht gut aus. Schwarzer Bildschirm. Was gar nicht gut ist. Das gibt's doch nicht. Ausgerechnet heute. Da muss ich hier zwei Teile rausmachen. Ja, scheint so. Irgendwas hakt. Ich hoffe, sehe ich gleich erst, dass die Aufnahme weiterläuft. Aber irgendwas scheint hier nicht so gut zu laufen. Ja, dann bin ich ja schon kurz davor, das hier abzubrechen. Das ist traurig, aber wahr. Dann gibt's heute zwei Teile. Aber ich denke nicht nur. Wir machen heute alle Rollenherausforderungen und die anderen Dinger auch fertig. Dann eben in zwei Teilen. Ja. Später geht's weiter. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal. Lasst mir ein Like da und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Father and Son. Play for fun.